Willkommen zu Let's Play The Binding of Isaac, Wrath of the Lamb. Ja, ich wollte mal kurz sagen, bevor es losgeht, wie es mit den anderen Projekten ausschaut, beziehungsweise Batman. Und ich werde Batman einfrieren, weil ich keine Lust auf Batman habe. Dann würde es die ganze Zeit ziemlich gelangweilt klingen. Left 4 Dead habe ich nur gebracht, damit ihr was habt. Ich kann es gerne noch weitermachen, wenn ihr es wollt, müsst ihr nur schreiben. Aber jetzt werde ich erstmal The Binding of Isaac viel aktiver spielen, weil ich habe mir das Spiel selbst auf YouTube angeschaut, ziemlich oft. Ich fand es ziemlich cool, das ist ein richtig cooles Indie-Spiel, kostet auch nicht viel. Und dann habe ich es mir gekauft, ja. Und dann starte ich mal und starte einfach mal mit Isaac, weil Isaac der einzige ist, den ich bis jetzt habe. Ich kenne die ganzen Items nicht auswendig. Ich weiß nur, dass das irgendwie so ein Raum ist, wenn ich hier durchgehe, dass ich dann Leben abgezogen kriege. Das brauche ich jetzt noch nicht. Oh Mann. Oh, die fette Spinne. Mit Fett meine ich wirklich Fett. Ach komm schon. Ja, hallo Frame. Ich habe Origin auch noch offen. Ich hasse Spinnen. Ich hasse Spinnen. Dein, geh weg. So, erstmal den Schlüssel einsacken. Und ab nach oben. Was ist denn das zur Hölle? Ach so, jetzt habe ich so eine Verbesserung. Damage up. Okay. Ist immer gut. Erstmal die ganzen Haufen hier zerstören. Oh, die diese Hundeaugen. Oh nein, noch mehr Spinnen. Springen halt noch mehr. Noch ein Schlüssel. Und, oh, jetzt bin ich echt, ich bin wirklich direkt in den Boss gegangen. Ich hab in den Bossraum gegangen, ich hab nicht drauf geachtet. Aber ich glaube, mit dem Item hätte es mich schlimmer treffen können, irgendwie was anderes. Da! Ah! Kann es sein, dass ihr irgendwas gegen mich habt, liebe Entwickler dieses Spiels? Überall nur Spinnen? Boah. Ach ja, das Spiel ist ja auch von Team Meat. Also die Typen, die Meatball gemacht haben. Wird man an einigen Stellen dieses Spiels auch erkennen. Boah, das war schon wieder knapp. Ich weiß auch nicht warum. Oh, ein Zulad. Nice. Jetzt erstmal die ganzen Dinger jetzt zerstören. Oh nein. Nein! Das wollte ich doch vermeiden. So. Wow, Jesus Juice. Was ist das denn? Range, ach so, Range und Tears up. Okay. Jetzt bin ich auch direkt wieder runter. Was geht denn? Oh, sie furzen ihn dann. Jetzt bin ich ein sabbernder, heulender Junge. Ah, oh, Münzen und ein Herz. Ach, jetzt bin ich da echt durchgegangen. Wow, ich bin in Devil Room. Oh, jetzt fragt mich mal bitte nicht, was das ist. Ich glaube, ich nehme einfach mal. Nehme ich das wirklich? Ich glaube, ich mache mal einen Deal. Ich möchte das da. Okay. Jetzt habe ich zwar so verdammt viele Leben verloren, aber ich habe jetzt einen Parasit. Oh, was kann das? Sieht aus wie eine Katze. Ist eine Katze. Tote Katze. Nein, geh weg. Schlüssel. Davon habe ich ja genug. Oh oh. TNT. Schon wieder Spinnen. Kommt da was anderes? Ich brauche irgendwelche Container, das weiß ich. Jetzt, was habe ich hier? Book of Shadows. Ist bestimmt ziemlich gut. Ich werde das mal beim Boss benutzen, da ich jetzt eh schon so viele Leben ausgegeben habe für irgendeine Scheiße. Da laufe ich jetzt nicht drüber. Aber von den Items her habe ich ziemlich gute gekriegt. Also relativ. Gut ist immer relativ. Nein! Aber ich muss echt sagen, das Spiel macht einen Riesenspaß. Okay, jetzt habe ich einen Schädel gekriegt. Och, komm. Lol. Ach, das war das, oder was? Jetzt hatte ich so wenig Leben oder wurde ich wegteleportiert. Wie praktisch. Von einem Skull oder was? Auf jeden Fall habe ich gerade verdammt schlechte Karten. Ich denke mal, ich werde gleich schon den
direkt verkacken im zweiten Raum, was ziemlich bitter ist, aber hey, ich bin ein Anfänger. Nein, kann ich mich nicht rausreden. Egal, dann wird dann direkt einfach nur was hinten rangehangen. Och Gott. Einfach immer im Kreis laufen. Sie haben viel mehr Angst als ich vor ihnen. Nein, geh weg. Ist sie gerade wirklich gegen... Ach, ich frag... Nein, das habe ich jetzt wirklich verwendet. Ich habe gedacht, ich muss jetzt Space Items aufheben. Ja, super, jetzt habe ich keine Chance gegen Pin. Boah, der kassiert aber ganz schön. LOL! Kidding me? Jetzt gehe ich da eben wieder rein. Der Skull teleportiert mich immer weg. Ja, was soll's. Dann sterbe ich jetzt eben hier. Aber ich sterbe gegen einen Pin. Das ist bestimmt schon richtig gut, nicht? Ich war schon so nah an Isaac dran. Boah. Ach komm. Ja, okay. Oh. Nice. Gut, dass ich mir das gekauft habe. Richtig gut. Jetzt habe ich sogar ein halbes Herz mehr als vorher. Aber ich habe so das Gefühl, ich werde gleich wieder raus teleportiert. Wenn ich irgendwie auch nur... Dann... Ich heb das Item nie mehr auf. Einfach anhitten und laufen. Sag mal, ist das eine Endlosschleife? Ach so, 9 Leben, Katze, oben rechts steht das. Moment, ich zeig's mal hier mit dem Cursor. Hier, da habe ich noch 7 Leben. Das ist ja eigentlich richtig nice. Ich glaube, da haben sich sogar die 2 Herzen, die ich dafür, Herzcontainer, die ich dafür bezahlt habe, ausgezahlt. Jetzt muss ich nur noch den Pin hier um. Boah, nervt das. Kann ich das Ding nicht irgendwie weghauen oder so? Geh weg. Oh, da bist du gegen die Wand gesprungen. Aber ich glaube, dass... Och, jetzt war ich sogar schon bei Half-Life. Nein. Jetzt habe ich noch 6 Leben. Ja, das wird eine sehr lange Aufnahme. Ach, komm schon. Das ist doch richtig lame. Ich glaube, ich gehe gleich in einen anderen Raum und gucke, ob ich da irgendwas finde. Das kann ja so nicht weitergehen. Ist ja auch ziemlich scheiße für euch. Wahrscheinlich ist das übelst das geile Item und ich verspiel's so. Ich gehe jetzt einfach mal hier rein. Ne, da möchte ich gar nicht. Da möchte ich rein. Nein, eine Münze fehlt. Komm, gib mir eine Münze. Gib mir eine Münze. Ach, dann nicht. Bitte. Weiterlaufen, vielleicht finde ich eine Münze. Gibt es irgendwie noch einen Raum? Einen Moment, ich muss mal gucken, ob ich... Vielleicht kriege ich ja, wenn ich über dieses Ding da laufe, hier unten rechts, unten, was cool ist, habe ich ja mal... Nee, ich sterbe direkt. Aber da ich dieses Ding hatte, habe ich ist trotzdem die Schatztruhe gekriegt. Bomben. Bomben. Ich möchte keine Bomben, ich möchte leben. Ich möchte eine Münze. Aber vielleicht kann ich damit ja irgendwie was wegspringen. Na, Geheimraum. Vielleicht ist ja hier einer. Nein. Jetzt habe ich noch 2 Bomben. Vielleicht finde ich ja aus irgendeinem dummen Zufall den Geheimraum. Naja, das ist aber ganz bestimmt nicht. Das war jetzt eigentlich so useless. Versuche ich nochmal hier oben. Wahrscheinlich kenne ich die gar nicht, diese Spots, wo die Dinger sein können. Ne. Oh, jetzt mir fehlt eine Münze. Das ist doch jetzt nicht euer Ernst. Dann gehe ich jetzt da halt nochmal rein und werde dann direkt wieder wegteleportiert. So langsam nervt das richtig. Vor allen Dingen, die behalten dann ja noch ihre Leben.
Wow, das war knapp. Mein ganzes Leben ist an mir vorbeigezogen. Das ist ziemlich lame, was hier abläuft. Scheiße, es ist halt nur, dass ich, wow, das hat gezogen. Da Scheiße ist das nur, dass ich einen Container nur habe. Wenn ich getroffen werde, dann bin ich draußen. Das möchte ich aber nicht. Komm. Ich kann das schaffen, ich bin Eis. Ja, ich hab's wirklich geschafft. Okay, eine radioaktive. Ich kann das nicht nehmen. Und was ist das? Pentagramm. Oh, jetzt bin ich ein Teufel, der sabbert und weint. Yay. Was kann nochmal Pentagramm? Jetzt habe ich noch drei Leben übrig. Drei extra Leben. Ich hoffe. Ach so, ich glaube, das ist ja irgendwie ein Damage-Up-Item. What the fuck? Da habe ich wieder nicht aufgepasst. Ach komm. Ich passe echt nicht auf. Ha, die Katze. Ich hasse so Räume. Keine Ausweichmöglichkeiten. Aber ich möchte die Dinger trotzdem besiegen. Ich weiß auch nicht warum. Hab da so einen Drang zu. Haha. Jetzt habe ich die Münze. Och, was ist das denn? Mardis. Madige Maden. Wow. Das macht so Spaß. Nein, wirklich, das macht wirklich Spaß. Jetzt habe ich sogar noch ein Schild, wieder mein Schild wieder gekriegt. Komm her. Was auch immer ihr seid. Aber wir haben keine Spinnen bis jetzt. Kidding me? Und ab wieder da rein. Der Raum war zwar schon geschafft, aber egal. Wow. Zum Glück hab ich Würfel. Nein, ich habe schon wieder eingesetzt. Ich denke immer, ich muss mit Leertaste irgendwas aufsammeln. Aber nein. Oh, super. Kann ja. Was seid ihr denn für welche? Was nicht diese Dinger, die dann immer noch. Ja, genau die. Container? Nein. Nein, ich gehe jetzt nicht direkt zum Boss. Ich glaube, da oben ist das. Da ist ein Challenge Room. Mache ich einfach. Rotten. Ah, nice. Container. Finde ich jetzt ziemlich gut. Dafür lohnt sich ja sogar das Kämpfen. Oh Gott, fliegen. Komm her. Dich habe ich. Dich habe ich. Hör auf zu heulen. Und dich habe ich auch. Vielleicht wird es ja doch noch was. Oh. Ach du Scheiße. Jetzt schiebe ich dich weg, mein Freund. So ist es ja nicht. Aber jetzt habe ich eine bessere Chance. Ich habe noch sogar zwei extra Leben. Wow. Aha, jetzt bist du tot. Boah, die Dinger fliegen aber auch schon ganz schön weit. Ja, die Hoffnung stirbt zuletzt. Habe ich gerade beschlossen. Ich brauche noch einen Raum, dass mein Book of Darkness oder Shadows oder wie das hieß, wieder aufgeladen. Das werde ich jetzt natürlich direkt ausnutzen. Oh Gott. Oh mein Gott. Fliegen. Erst waren Spinnen, dann die Fliegen. TNT schon wieder. Ach so, ja, die spawnen die. Dann ist natürlich geil, dass ich nicht erst auf die gehe oder so, sondern. Was? Ja, danke, Katze. Ich habe jetzt. Das war jetzt das Letzte, glaube ich. Oh, eindeutig. Das war lame. Na egal, ich probiere es trotzdem nochmal direkt. Wow. Diese Herausforderung. Ein Auge. Mom's Eye. Ach du Scheiße, ist das strange. Ich habe jetzt drei Augen.